Es ist wieder Zeit, sich schick zu machen. Es ist wieder Zeit, sich in Schal zu werfen. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute im Let's Play. Civilization 1. Das einzig wahre. Das richtig, richtig gute Spiel von Sid Meier. Und ja, das einzige Civilization, das wirklich von Sid Meier selbst programmiert wurde und nicht nur approved ist, sondern er wirklich hauptsächlich alleine gemacht hat. Beim zweiten hatten sie schon einen neuen Entwickler, der das gemacht hat, der das Ganze mit Python, glaube ich, gemacht hat damals schon. Und ja, und Sid hatte damals dann entsprechend getestet und war über einige Entscheidungen gar nicht so zufrieden gewesen und im Nachhinein fand das total gut. Zum Beispiel hat man ja bei Civ 2 so ein Cheat-Menü, dass man das anstellen kann, dass man cheaten kann. Und da dachte er, das geht doch gar nicht, das mögen die Leute doch nicht. Und dann das direkt so vor Augen zu haben. Aber es ist richtig gut angekommen und ich glaube, das war auch eine gute Sache für den zweiten Teil. Aber wir sind beim ersten Teil in der Welteroberung. Ich schalte mal um. Ihr seht, wir sind 80 vor Christus. Wir sind bei den Griechen auf der Insel angekommen. Die Zulus kommen ständig zu uns auf die Insel. Und ja, wir haben noch nicht so viel entdeckt. Aber ich bin dabei. So, und der schleicht sich hier mal hoch. Und wir drängen die Zulus nach oben zurück, damit wir da auch irgendwas bauen können. Hier hinsetzen. So, Katapult abladen. Katapult abladen. Den abladen. Ah, unser Segelschiff. Sehr gut. Das schicken wir jetzt gleich. Schicken wir gleich los. Vielleicht nehmen wir den von oben mit. Den hier, hatte ich gedacht. Aber vielleicht haben wir auch noch was anderes, was wir einsammeln können. Du musst nicht noch eins bauen. Du kannst auch noch Katapulte. Nee, Chariot. Katapult, Chariot. Chariot. Hier haben wir noch ein Chariot, den wir noch entbehren können. Hier stellen wir auch auf Chariot um für die Verteidigung der Insel. Du wartest. Und ihr zieht alle nach oben. Du wartest. Da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und damit können wir was anfangen. Damit können wir lossegeln. Ach, falsche Richtung. Du ziehst dahin, du ziehst dahin. Und du gehst hier aufs Schiff und du segelst los. Jetzt segeln wir doch oben rum, denn wir wollen, ach, die Insel ist aber wirklich maximal weit entfernt. Na egal. So, Trade, sehr gut. Chevalerie. Korinth. Kann nicht wahr sein. So, nach unten habe ich gesagt.
Ich weiß ja, dass es da drüben auf der Insel weitergeht, aber da schicken wir gerade unser Sail hin. So, bevor der sich festsetzt, müssen wir ihn zerkloppen. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch schon wieder nicht wahr sein. Der schreitet voran. Der setzt sich raus hier. Und er entdeckt alles. So. Was machst du? River Road. Ein I fehlt da noch. Und ihr fahrt mal ganz schnell nach Rom. Und du ziehst mal hier hin. Solange es noch geht. Und wir haben den Zeitenwechsel erreicht. Wie sieht es eigentlich hier aus? Okay. Ich sehe jetzt beide festgenagelt, immer noch nicht. So, dann ziehen wir jetzt erstmal nach oben und versuchen hier Korinth zu erobern. Ah, jetzt kommt die wieder. Okay, haben wir gleich. Dort noch. Wie haben wir denn 304? Den haben wir nächste Runde. Und den kaufen wir als nächstes. Dass wir da ein bisschen schneller sind. Dann gehst du dahin. Ah, schade. Das wäre der Punkt, wo ich ihn, glaube ich, hinsetzen würde. Ist richtig? Ja. Und gleich haben wir die Weltumrundung. Die haben aber auch ein Schwein. Kann ich eigentlich von hier aus angreifen? Nö. Muss erst anlanden. Immerhin.
Das kann ich ja nicht ab, dass die hier auf meine Insel kommen. Vielleicht muss ich da mal was hinsetzen. So, Weltumrundung. Na, da haben wir ja Glück gehabt. Aber die haben auch kein Problem da. So, auf was steht der da oben? Auf Sumpf. Sumpf ist 50% in Defensivbonus. Was hat denn die Tundra? Oh. Warum zieht er da hin? Kein. Damit schlägt er mich. Na, das ist ja eine Schweinerei. Okay. Und wir ziehen weiter nach Rom. Übrigens waren die Römer die Lieblings beim Testen und Spielen von Sid Meier seine Lieblingsnation. Steht auch in den Memoirs drin. Ich will nochmal hochhalten. Das eine hatte ich ja vor ein paar Let's Plays schon. Sid Meiers Memoirs. Sid Meiers Memoir, Ausrufezeichen. Ein Leben in Computerspielen. Und er hat ja unglaublich viele Computerspiele programmiert. Unglaublich viele. Und wir kennen ja wirklich nur sowas wie Sid Meiers Pirates oder Sid Meiers, keine Ahnung, was war noch. Ich muss mal kurz reingucken in die Liste. Also die ganzen Fighter-Spiele, Flugzeugspiele kenne ich zum Beispiel gar nicht von ihm. Hier, was haben wir? Star Trek, das Star Trek Game. Aber das hat er nie veröffentlicht. Daran kann ich noch erinnern. Ja, wenn man sich das kurz anguckt, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Das ist die eine Seite, die erste Seite von Spielen. Und das ist die zweite Seite von Spielen, die er entwickelt hat. Und genau, also Cygnet, Colonization, ja, die kennt man natürlich. Alpha Centauri, Civ 3, Sid Meier's Pirates. Sid Meier's Railroads ist, glaube ich, noch sehr bekannt. Und irgendwann war das halt so ein Approved-Zeichen. Oder nicht das Approved-Zeichen, sondern eine Marke dieses Sid Meiers. Auch wenn er da nicht wirklich dann mehr dran beteiligt war. Okay, Theben, wir werden dich hier auch noch weiter versorgen. Und du segelst wieder zurück. Ja, das war klar, dass das passiert. Was wollen die Griechen? Wir müssen jetzt erstmal nach Norden. So, dich können wir hier ablassen erstmal. Den kaufen wir, besser ist. So, wir schicken alle möglichst weit nach oben. Da ist eine Hütte, da ist noch keiner. Jetzt kommen die hier an mit ihren Triremer und machen mich platt oder was?
Oh, die Republik endlich entdeckt. Also, wir brauchen irgendwie gefühlt viel zu lange für die Griechen. So, jetzt haben wir hier Platz. Ah, jetzt ist er da angegangen. Okay. 1, 2, 3. Wir gehen jetzt einfach mal hier hin und schicken den darüber. Ah, perfekt. Na, die sind ja mutig, Franzosen oder Deutsche. Das ist Sparta. Gucken wir mal. Nicht so spartanisch. Wie erwartet. Ja, hätte ja sein können, dass ich mal einen Gegner platt mache mit dem Schiff. Naja, ich habe ja schon einen fertig gemacht. Sehr schön. Zwei Einheiten auf einmal. Chariots. Wir bauen nur irgendwie nur Chariots hier oben. Bitte auf Katapult umschalten. Und du wartest. Okay. Da haben wir endlich das zweite Segelschiff. Und hier bauen wir auch noch. Warum sollte ich eine Legion bauen? Wahrscheinlich, weil es nicht so lange dauert. Bauen aber Katapulte. Genau, greift mich schön an, macht eure Einheiten platt an mir. Und mit dem, hier sind wir jetzt eigentlich fertig. Hier könnten wir mit dem Segelschiff irgendwie rüber. So, jetzt ist die Frage, greifen wir an oder greifen wir nicht an?
Setze ich mein Schiffchen aufs Spiel oder nicht? Hier oben könnte man noch einen hinsetzen. So. Emissary of the French. Und dann machen wir erstmal Frieden mit euch. So. Was sind denn so die Angriffs- und Verteidigungsstärken von so einer Sail? Ein Angriff. Dann warten wir lieber, dass der entweder uns angreift. So, Chivalerie, sehr gut. Und dann machen wir mit Physics weiter. Das, was der da oben macht, sieht eigentlich ganz gut aus. Den schicken wir dahin und du räumst hier auf. Ich baue hier einfach weiter eine Straße, damit das nicht alles zu eng wird. Wir warten. Eins, zwei, drei. Reicht nicht ganz. Eins, zwei, drei. Und mit dem gehen wir hier hin und gucken einfach mal. So, und du vernichtest den. Haben Sie es geschafft? Haben Sie es endlich geschafft? So, du bist aktiviert. Ich baue. Oh, Ritter. Kavallerie? Was ist denn Kavallerie? Achso, das ist die Kavallerie. Nee, Ritter. Ritter ist die logische Schlussfolgerung. Genau. Statt Chariot. Und du brauchst auch mal Ritter, die ein bisschen besser in der Verteidigung sind. Okay. Du gehst ein vor und wartest. Eins, zwei, drei. Warten.
So, dann haben wir den erstmal weg. Na, wo kommen sie denn her? Eine Frage, Sumpf hat 50%, okay. Wir müssen hier hinten noch gucken, nicht, dass wir hier irgendwas verpassen. Ah ja. Da haben wir so einen. Was? Caesarea? Den? Den haben wir aber erst aktiviert. Gut. Aber jetzt kommt er auch mit euren Leuten, ne? 1, 2, 3, alles frei. Sehr schön. Lyon, Lyon, Lyon. Das war die falsche Taste. Das kann doch nicht wahr sein. Okay. Wer sind das? Die Amerikaner oder wer ist denn noch so? Warum kann ich mir sowas nicht merken? So, Memphis, du schickst den nach oben zum Kämpfen. Da haben wir einfach nur gebaut. Die Griechen halten mich schon ganz schön auf, würde ich sagen. Nee, ich möchte nicht noch ein Schiff vernichten. Sehr schön. Kann ich hier? Nee, keine Irrigation möglich. Dann gehen wir hier lang. So, da ist unser erster Ritter. Und der hier. Was machen wir mit dem? Den machen wir bereit zum Übersetzen. Nee. Sorry, aber du solltest den Wald abholzen, lieber. Ich weiß, das dauert ewig. Aber dann haben wir da noch einen Flecken, wo wir vielleicht irgendwann Irrigation machen können. Peking. Die Chinesen sind das. Okay. Haben sie es geschafft. Das kann ich.
Hier holzen ab. Was ich hier an Einheiten verliere. Gut. Und es ist schon wieder Zeit, ne? Ist schon wieder ganz schön lange, ganz schön viel rum. Meine Güte. Dann machen wir da jetzt wirklich einen Schnitt. Da muss man sich nur beim nächsten Mal wieder daran erinnern, was man vorher gemacht hat. Ach, der sollte zurück. So, Basis. Den sogar direkt auf den Berg bauen. So kackendreist. Ich würde es versuchen, einfach eine Stadt auf den Berg zu bauen, damit die einfach schon mal Verteidigung hat. Da kommen ja schon wieder welche. So, wir verteidigen uns noch. Ihr seid doch alle aktiv, ja. Gut. Ist der mit dem? Ist der nicht verfügbar? Da ist er. Ich kann nur zwei aufladen. Okay. Verstehe. Okay, wir sind jetzt 420 nach Christus und es reicht für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Schreibt fleißig in die Kommentare. Ich freue mich über alles Mögliche. Tipps, Tricks. Genau. Damit ich es dann vielleicht auch schaffe, auf super oberkrasser Gottlord vielleicht auch eine Welteroberung zu schaffen. Auf dem nächsten Level versuche ich dann nämlich nochmal das One City Challenge. Okay. Soweit sind wir erstmal. Gucken wir mal, wie es in den nächsten Let's Plays dann aussieht. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao.